So, ich habe mir entschlossen, wir machen noch ein separates Video zur Ladestation. Nicht wundern, dass das so aussieht. Das Paket wurde von der Post, wo das drin war, nicht gerade gut behandelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die China-Post war oder unsere deutsche Post, weil da war das drin und der Controller und das war halt irgendwie so war das oder so. Und der Karton sah auch, also das Paket von außen sah halt sehr demoliert aus. Also so, gucken wir mal. Ich habe noch nicht reingeguckt, wie drinnen aussieht. Ich hoffe, es ist alles ganz geblieben. Ach, hier ist ja wieder. Ach, habe ich nicht gesehen. So. Und das hat mir sowieso noch gefehlt, eine Ladestation für meine Switch-Controller. Weil immer nur laden, wenn sie an der Basisstation dran sind, ist es doof. Oh, das sieht schön aus hier oben. Das wird wahrscheinlich leuchten. 4 Stück können wir hier laden. 2, 4. Hier unten ist Gummi, damit er rutschfest ist. Ja, da leuchten mehrere Lampen, 4. Ja. Wenn sie voll sind, also hier oben leuchtet dann irgendeine Farbe, wenn es voll ist. Das müssen wir uns dann durchsehen. Ah, hier. Ist aber leider wieder alles nur in Englisch. Controller Plug It. LED Blue. Full Change. LED Green. No Change. LED Off. 11 Low Voltage. Blue LED. Flash. Ja, das ist schade, dass das dann immer in Englisch ist. Aber naja. Naja. Dann gucken wir mal, was da für ein USB-Kabel mit bei ist. Ein. Ach, Mini-USB. Ich habe auf USB-C gehofft. Aber leider soll es nicht so sein. Habe ich denn noch einen USB-C, einen längeren? Ich habe noch einen längeren. Das Problem. Ach, der ist ja nicht hier. Der ist ja angeschlossen. Mist. Da muss ich noch einen längeren USB-C suchen. Oder? Wartet mal. Nee, ich habe den hier. So. So. Jetzt hat kurz grün geleuchtet und da denkt man nochmal ab, dass ihr das seht. Blau, grün. Wartet mal kurz, ich hole mal. Das sind die Originalen. Die müssten rein theoretisch. Ja, das ist mir abgefallen. Das liegt hier hinterm Schrank. So. Jetzt machen wir mal die Originalen fest. Ach so, jetzt ist sie richtig drin. Ja, ich muss noch mal rausziehen, ob da irgendeine Leuchte ist. Nee. So, das sind die Originalen. Und die leuchten blau. Was hieß blau? Dass er dran ist.
Full heißt grün. Okay. So, und dann habe ich noch die hier. Ich glaube, die waren sogar auch von Echt Power. So, und die sind jetzt keine natürlichen, also keine Standardteile. Ihr seht ja, dass die schon mal dicker sind. So, und die können wir jetzt ja auch aufmachen zum Laden. Und jetzt werden alle geladen. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann jetzt vier laden und zwei, indem ich die an der Switch dran habe. Wobei diese dünnen, die habe ich vor, die kann ich dann super hier drüber laden. Und die habe ich vorwiegend an der Switch, weil die so schön geformt sind. Wie gesagt, die Switch ist ja eigentlich meine Klo-Konsole. Aber die habe ich in diesen Ring Fit und so drin, weil die so dünn sind. Also die Originalen. Und da kann ich sie dann jederzeit jetzt rausnehmen und einfach hier dran laden. Das finde ich geil. Sieht auch schön aus mit dem Licht. Das steht schön fest. Ich muss mal gucken, wie ich die Switch dann alle dann nochmal ein bisschen besser hinstelle, dass ich da mehr Platz habe. Ja, dann würde ich mal sagen, lade ich die jetzt erstmal. Fazit bis jetzt, macht was es soll, es lädt, klein schnucklig, leider USB, Mini-USB, da hätte ich mir USB-C erhofft, oh, weil es halt einfacher ist, man kann vier ranhängen und es lädt, was will man mehr? So, ich werde es mal testen und ich gebe euch den Fazit, wenn wir das dann getestet haben. Also mal gucken, ob ich da jetzt was Negatives oder was positiv finde, was man dann halt noch hervorheben will oder so. Dann kommt noch mal ein Video, weil so ist es eine Ladestation, die macht, was es soll, ladet. Würde ich jetzt so sagen. Dann bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.